Ja, Hallöchen Leute und willkommen bei einem neuen Let's Show, diesmal Soft Soul Forge, einem Open Beta Spiel auf Steam. Ich weiß gerade gar nicht, von wem das ist. Wird dann wahrscheinlich in der Videobeschreibung stehen. Ich jedenfalls, es ist ein Spiel wie Yu-Gi-Oh! Also man baut sich halt ein Deck aus Karten und man spielt die gegen den Computer. Ich habe noch nie gegen jemand anders gespielt. Die Ladezeiten sind natürlich sehr lang, dafür entschuldige ich mich, aber sind jetzt nicht mehr so lang wie vorher. Ich habe auch schon ein paar Runden gespielt, ich kann es also schon erklären und ich würde vielleicht die eine oder andere Runde spielen. Entweder eins oder zwei. Dann würde ich sagen, ich beginne direkt einmal. Ich wähle mein Deck aus, also das bin ich, das ist mein Gegner. Das ist das Deck, was ich gemacht habe. Ich hab drei Stück. Mal kurz gucken. Das war auch das, oder? Nee, das war das hier, ne? Das nehme ich jetzt. Gegen Computer auf normal. Und der nimmt. Der nimmt gleich etwa ein etwas. Ich sag ihn einfach mal, er soll eins nehmen. Also spielen wir jetzt mal. So, das ist jetzt das Bildschirm. Das ist die Erfahrungsanzeige von dem Gegner und das von mir. Das ist mein Lebenspunkte und das ist mein Level. Hier sind die fünf Karten, davon kann ich zwei spielen pro Runde. Der Nexus-Core ist der gemacht. Achso, das werden die von der. Der greift nichts an. Okay. Ach stimmt, hier kann man sehr schön sehen. Die Karten können leveln. Das heißt, ich kann jetzt, da ich Level 1 habe, kann ich mit Level 1 Karten spielen. Mit Level 2 könnte ich dann mit Level 2 Karten spielen. Mit Level 3, Level 3 Karten. Weitere gibt es nicht, werden vielleicht später implementiert. So, der hat Blade. Das heißt, der kann, glaube ich, direkt den Gegner, direkt ihn angreifen. Und das werde ich, deswegen setze ich ihn mal hier hin. Und den setze ich auch. Der gibt mir nämlich 5 Lebenspunkte. Aber das kann ich nicht, schade. Hätte ich mir nochmal an die Karten angesehen, ne? Der auch macht auf jeden Fall gestärkt ein Land sein, gibt auch nochmal Blade. Battle gleichen sich alle gegenseitig an und am Ende der Runde, wie man hier gerade schon gesehen hat, werden sämtliche Karten aus der Hand rausgeschmissen. Enrage verstärkt ein Monster mit 3 Attacken, 3 Health, also Attack, das hier, Health, das hier. Der verstärkt alle Monster auf dem Feld. Was macht er da? Ach, wahrscheinlich den dran. Oh, ich hab's ja immer falsch gemacht. Ups. Also, jetzt setze ich mal die hin. Jetzt muss ich aber stärker nehmen. Ja, jetzt wurde von 4 auf 6. Den kann ich jetzt damit verstärken. Auf 2. Mit Angriff. Jetzt 2 Schaden gemacht, jetzt ist es da weniger. Und Turn. Jetzt habe ich die Karte wieder. So. Die setze ich auch gleich mal. Jetzt müsste ich 5 Lebenspunkte bekommen. Ja. Und daraus besteht eigentlich meine Taktik zum größten Teil, dass ich einfach nur die ganze Zeit wieder Lebenspunkte bekomme. Komm. Mache ich den. Wenn die, wenn die lesen kann. Wenn die aufs Feld kommt, kann man einen Attack von einem anderen Monster abziehen. Jetzt muss ich mal von dem hier. Und Angriff. Die beiden Monster sind weg, weil die Lebenspunkte weg waren. Und jetzt kann ich die nächste Runde machen. Okay. Warum? Ich hinterfrage nicht. So, das ist eine sehr schöne Karte, denn alle auf meinem Feld werden jetzt damit verstärkt. Also setze ich doch am besten einen Verteidiger hin. Einen Verteidigungsbonus. Einmal plus 1. Mit halt mehr und so. So, jetzt setze ich noch das hier und alle werden verstärkt.
glaube plus 2 war das, ne? Auf jeden Fall greife ich jetzt an. So. Jetzt habe ich noch 39. Ne, 80, nicht 30. 30 wäre schön. So, nächste Runde. Nexus Core. Ich habe jetzt alle meine neuen Karten, die ich gucken kann. Der hat jetzt Level abbekommen und ich auch. Das heißt, wir können jetzt Level 2 Monster beschwören. Wie der hier. Der macht jetzt zum Beispiel noch mehr Attack, noch mehr Health. So. Das war ein Verteidiger. Mal. Nun jetzt wieder einfach mal. Jim. Machen wir die hier. Jetzt hat er auch schon mal ein bisschen Attack. Mehr Leben. Leben. Das heißt, sie wird jetzt so schnell nicht mehr zerstört. So, Angriff. Minus 18, minus 3. Sieht schon mal gut für mich aus. Sah die ganze Zeit vorher nicht so aus, aber das können sie ja alles sehr schnell ändern. So, jetzt das gibt ein Sparkwatch und den Palladium. Das müssen wir sich auch verlegen, ne? Ja, ist die Stücke davon. Die habe ich sogar auf der Hand. Elektronik Net. Net. Macht den Kick weniger und das kommt. Also setzen wir jetzt mal die Karte. Ja, die Weiterentwicklung davon ist. Also sowas ähnliches wie Pokémon, das Prinzip. Außer dass man die setzen muss. Und dass sie sich nicht entwickeln. Glaube ich. Also ich habe bisher noch nicht gesehen, dass sich irgendeins entwickelt hätte. So, der müsste meins verstärken. Dann lasse ich doch mal. Ich setze das. Das ein. Muss doch gehen. Achso, ja, muss ich auch top ziehen. Ich habe so kurz erst wieder gespielt und direkt habe ich schon wieder alles vergessen. Ich denke jetzt davon den Angriff. Um möglichst viel Schaden durchzukriegen. Ja. 6 Schaden gemacht. Alle meine Karten stehen noch. Außer hier. Weil ich habe ja Glück vielleicht. Alle General platziert, den hatte ich auch, das wäre der hier. Müsste jetzt stärker. So, viel Instinkt. Ich erhöhe jetzt nochmal meine Lebenspunkte um 10. Jetzt habe ich 95, ich habe nur noch 40. So. Fury Instinct verstärkt ein Monster auf meiner Seite. Und das wird der hier sein. Wenn die Karte muss weg, dann kann ich auch die Karte angreifen. Warte. Aber hat es nicht ganz gut geschafft. Ne, ist schade. So, nächste Runde. Habe jetzt schon mal Level 2 Monster von der. Und ich habe das, was ich wollte. Und dann kann ich nämlich alle auf meiner Seite stärken, wenn es in der Mitte steht. So. Und ich tausche die mal aus. Soll ich das machen? Ja, ich mach das mal. Yes. Jetzt habe ich auch schon die Level 3 Karte, glaube ich, in meinem Deck. Oder irgendwie so funktioniert das, ich habe keine Ahnung. Ah, mehr kann ich nicht setzen, also angreifen. Das müsste es noch nicht gewesen sein. Weil die greifen alle nicht an. Okay. Und weg ist die. Und weg ist die. Aber ich habe natürlich habe ich jetzt die Level 2 Karte davon. Den kann ich einfach mal wieder hinsetzen. Und ich setze einfach mal. Ich setze die auch noch. Und denn die, damit kann ich einen Gegner schwächern. Schwächer machen. Und jetzt kann ich mit dem angreifen. 12 Schaden müsste er kriegen. So, nächste Runde müsste eigentlich alles gelaufen sein. Also lief besser als ich dachte. Okay, das war jetzt nicht so schön. Aber es müsste trotzdem für ihn gelaufen sein. Ich setze nochmal den, um wirklich 100 Punkte zu haben. Ja, yep, die steht frei. Der, ja, die steht frei. Müsste Schaden machen. Ich habe gewonnen. Mit 100 Lebenspunkten. So, das war eigentlich das Spielprinzip an sich. Man bekommt eigentlich nichts, wenn man gegen Computer spielt. Und ich habe noch nie gegen einen echten Spieler gespielt. Was jetzt echt schlecht ist. Also schade. Ich nehme jetzt einfach nochmal eine Runde auf. Also noch eine Runde setze ich dran. Nochmal gegen den Computer, diesmal auf Hard. Aber mal ein bisschen mal was so, so, ne, ihr wisst schon. Und das andere auch. Dann müssen wir wieder warten. Aber ich setze mal wieder irgendeins. Ich hätte noch sagen können, dass er mein Deck benutzt. So, den setze ich einfach mal direkt in die Mitte. Und jetzt kann ich nur in der ersten Runde nur eins setzen.
Jetzt ja, please. Okay, dann wird das wohl so sein. Anton. Vergiss dich immer wieder. Man muss Anton machen. So, Nexus Core 1. Der hat direkt den und den gesetzt. Oder kann ich. No. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. So. Das war ein Defender. Dann nehme ich ja die wieder blaue, den wir haben. Wir setzen den Nexus Core und den Leitblick daneben. Und der ein bisschen verstärkt wird. Und den Fiebel. Also wenn wir wir müssen angreifen, oder dann wird der zerstört. Fury Instinct gibt ein Attack, ein Health und Breakthrough. Vielleicht können wir ja den direkt angreifen, mal sehen. Auf jeden Fall werde ich... Ach, wie darf der gar nicht sein? Ach, schön. Gut. Haben wir den jetzt erstmal verstärkt mit 4 und greifen direkt mal an. Die nächste Runde wird er wahrscheinlich meins zerstören können, das jetzt nicht so schön ist. Doch, die Artillerie. Ja. So. Oh, das freut mich, die beiden. Ich werde jetzt die nächste Runde setzen. Und zwar hier. Und hier. Und was jetzt wahrscheinlich nicht so klug war, weil 8-4 mit nur 3-3. So, der ist schon direkt weg, aber das ändert nichts daran. Entfernen. Oh, wir haben unseren Siegfinger. Die ist jetzt weg und wir haben schon wieder saumäßig viel Schaden gefressen, was jetzt nicht so schön ist. Wahrscheinlich, weil ich gerade so noobhaft gekämpft habe. Der hat Mobility, das heißt, der kann sich ein Feld bewegen. Das ist total mies. Ich versuche mal. Ich setze erstmal die hier. Die hier. Sorry. Und soll ich die verstärken? Also, ich habe kein Monster, das jetzt angreifen könnte. Das heißt, ich würde wahrscheinlich gleich 17 Schaden kriegen. Ja, super. Gut, versteckt die Karte. Ja, 17 Schaden gefallen. Ich bin sowieso gleich verdammt. Alter, was ist das denn? Gut. Versuchen wir es hiermit. Damit kann ich zwei Monster setzen. Das mache ich jetzt direkt mal. Das heißt, ich kann eine Kopie von dem machen. Also eine Rudel. Und Fury Instinct 2. Setzen wir eine Maschine. Um die nochmal zu verstärken und dann Angriff. Die sind zwar schon wieder weg, aber was soll's. Ein bisschen Schaden gemacht und zwar genau 3. So, das war's jetzt wahrscheinlich auch mit mir. Ich bin mit 10. Und ich habe verloren. Obwohl die Runde so schnell vorbei war, setze ich aber noch eine Runde dran. Yep, hier bin ich. Ich lasse euch alle meiden. Ja. Vielleicht zocke ich ja auch später mal mit einem Freund, mit einem vielleicht mit Link oder so, oder mit Kevin, wer weiß. Und die zocken wir halt vielleicht mal mit, mal gucken, wer dann besser ist. Machen wir einfach mal ein Duell, mein Deck gegen mein Deck. Mal sehen, wer mich besser spielen kann. Der Nexus Core mit so. Und mehr kann ich nicht setzen. Entfernen. So, Computergegner. Jetzt natürlich erstmal 3, aber die sind ja gleich. Und damit kann man die verstärken. Dann würde ich sagen, setzen wir den hier hin. Und aktivieren die hier. Um beide zu verstärken. Und also, aber passiert erstmal nichts. 105 Lebenspunkte haben wir natürlich besser zu finishen, und die können wir nicht mehr mitzusetzen. Ich habe gewusst, dass ein Fehler war, den wir nicht zu setzen, aber egal, ich will mich nicht beschweren. So, setzen wir den hier hin, stärken unseren Closed White Stack. Also, so. Closed White Stack. Später sieht er so aus, sieht aus wie ein Pokémon, sehr näher aus. Gut zu mitzuhören.
Der hat natürlich die, das ist jetzt nicht so schön, deswegen schwächen wir die erstmal ein bisschen aus. Und besser. Die ist weg, das ist ein bisschen fest, nicht mehr so stark. Okay, wir haben nochmal gleich. Okay. Ich könnte den alleine nochmal hier hinsetzen. Und ich könnte den hier hinsetzen. Und ich könnte ihn natürlich auch austauschen, aber der wird jetzt erstmal ein bisschen fressen. Setze ich den erstmal hier hin. Ich könnte den auch hier hinsetzen. Dann wäre der gestärkt. Und könnte dann doch direkt den mit dem gewinnen. Ach komm, das machen wir mal so. Der geht jetzt 5. Und jetzt können wir angreifen. Noch sieht's gut für uns aus. Oh, wir haben Level. Ach, wir sind schon Level 2, ja? Das sehe ich doch gar nicht. Okay, der ist jetzt auch Level 2. Setzen wir unseren Lost Trails Stack 2, dann gibt uns jetzt 10 Erfahrung, nicht Erfahrung, Level, HP, die Blutpunkte da, hier, die hier. Jetzt haben wir wieder 100. Und setzen wir hier hin. Jetzt können wir das besser, egal. So, Battle. Jetzt haben wir den 7, der hat uns 13 Schaden gemacht. Oh mein Gott. Okay. Das lassen wir jetzt natürlich nicht so auf uns sitzen. Oh, minus 3. Ich habe jetzt keine Ahnung, was minus 3 jetzt wirklich bringt. Aber, ja. Wird schon irgendwas gemacht haben. Setzen wir den hier hin. Und verstärken den. Und wie viel? Minus 10 Angriff. Oh, super. Nee, minus Angriff. Oh, es wird knapp, es wird knapp. Und auf jeden Fall das hier. Das wird uns auf jeden Fall sehr stark helfen. Okay. 8-1. Okay. Okay. Also ich kann auch direkt angreifen und danach nochmal Karten spielen. Das ist auch gut. Jetzt würde ich erstmal hier in die nächste Spot 2. Und den. Und erstmal alle Karten verstärken und nochmal angreifen. End Turn. Lost jetzt Deck 2. Und bald Level 3. Wird auf jeden Fall den. Sorry. Noch nicht viel getrunken, Leute. Setzen wir den auch nochmal. Okay, den setzen wir auch. Ja, setzen wir den direkt hier hin. Wir stecken ihn nach 11. Und. Ja. Wir uns den hier hin. Und fertig. Minus 4, oh mein Gott. Okay. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt Level 3 Karten. Das ist schon mal gut. Jetzt auch Level 3. Muss 6 Attack. Okay. Sieht schon mal gut aus. Alloy General. Jetzt wie wir. Hier 6, 7, minus 4. 13 plus 2. Elektronetz. Macht Schwäche auf minus 15. Das kommt mir alles nicht so wirklich gut vor. Also verstärken wir einfach mal den hier. Der muss noch stärker sein. Und Battle. Okay, sieht sehr gut für uns aus. Sehr gut. Ich habe auch direkt gewusst, die anderen auszusetzen, aber es wird glaube ich zu viel. Ich kann ja gleich mal den Timer einblenden. Aber das mache ich nicht. Weil ich ja. Ich weiß ja, was ich tue, ne? Setzen wir die hier und verschwächen den hier. Ein bisschen mehr Schaden rein. Was hat das denn für einen Sinn? Beide greifen ja nicht an. Super. Super. Okay. Enrage. Verstärkt glaube ich um 5. Ne, um 3 und 3. Also setzen wir den einfach mal hier hin. Und wenn der möglichst viel Schaden macht. So, und gewonnen. Ich bin froh. Uns, denn das haben wir natürlich nie gemacht. Aber das soll es gewesen sein von Soulforge. Vielleicht, ich habe eigentlich Lust, auch später nochmal ein paar Runden aufzunehmen und hochzuladen. Wenn ihr das gut findet, gebt doch einfach einen Daumen hoch. Und ja, wenn ihr ganz von mir begeistert seid, könnt ihr auch, wenn ihr es wollt, ein Abo dalassen. Aber auch nur, wenn ihr wollt. Also das soll es auch wirklich gewesen sein. Ich möchte euch jetzt nicht weiterhin belästigen.
Deswegen beende ich diese Aufnahme für heute und vielleicht auch für Zukunft, aber nur wenn es auch so danach aussieht. Und ich höre jetzt auf so zu reden und beende mal die Aufnahme. Tschüss.